Ich bin hierher geschwommen und nun bin ich müde. Ach du Arme. Meinst du, dieser Ort ist ein guter Platz, um sich auszuruhen, wenn man müde ist? Franziska, wobei, du hast ja Gesellschaft. Falls irgendwie irgendetwas schief gehen sollte, so gibt es irgendjemanden, der dich anpacken kann, ja, um dir zu helfen. War auch nicht anders gemeint. Nein, Kugelsaat. Ja, guten Tag. Tagchen, Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Blatt Grün. Nuzlocke. Wir befinden uns auf der Route 19. Im letzten Part haben wir uns die Route 20 zu Ende angeschaut. Jetzt sind wir gerade dabei, die Trainer auf der Route 19 zu bekämpfen. Im letzten Part haben wir ja, sehr viele Schwimmer schon herausgefordert. Und es geht immer noch weiter. Die Franziska setzt Sternduin. Kugelsaat können wir noch 14 Mal einsetzen, das geht schon klar. Falls ihr irgendwelche Geräusche hören solltet, dann liegt es daran, weil in meiner Gegend gerade ja, Bauarbeit herrscht. Aber das sollte, glaube ich, nicht allzu schlimm sein, weil ich mein Mikrofon so eingestellt habe, dass man jetzt nicht alles oder viel hören kann. Ich meine, ich sitze ja selbst so nah wie möglich am Mikrofon und man hört eigentlich nur meine Stimme. Naja, so sollte das ja auch sein. Okay. Eigentlich wollte ich den letzten Part etwas ja, länger gestalten. Nur ab der 25. Minute. Ab der 18. Minute ist mir bewusst geworden, dass das Video dann tatsächlich etwas zu lang sein wird. Ich dachte, okay, so, ich kann vielleicht eine Ausnahme machen, 40, 42 Minuten lang, aber so wie es aussieht, würde ich sogar fast eine Stunde brauchen, weil im Moment ist es ja so, dass ich noch einige Pokémon trainieren muss und wir noch einen einzigen Arena-Kampf wahrnehmen müssen. Ich habe zwar gerade drei starke Pokémon am Start, aber ich denke, es wäre gar nicht mal so verkehrt, wenn ich auch die anderen Pokémon trainieren würde, damit ich sie auch einsetzen kann und damit ich ja nicht immer dieselben Pokémon einsetze, wodurch das Ganze vielleicht für euch monoton werden könnte. Falls das so ist, möchte ich halt dagegen etwas unternehmen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, ich bin am Ende meiner Kraft, nein, das nicht, aber das hat sie gesagt, habe ich mir vorgenommen gehabt, kurz bevor es losgeht mit der Arena, dass ich die Pokémon nochmal gut trainiere. Schwimmen macht Spaß, aber man holt sich schnell einen Sonnenbrand. Und ich habe mir gedacht, dass wir nochmal vor dem 8. Arena-Kampf uns die Kanto-Region anschauen. Es gibt noch einige Orte oder an einigen Orten gewisse Sachen, die wir übersprungen hatten, weil wir zum Beispiel zu dem Zeitpunkt Zerschneider nicht hatten oder Surfer nicht am Start hatten oder keine 30, 40 Pokémon hatten, um uns etwas von Professor Eis Gehilfen zu holen. Zum Beispiel für 20 Pokémon gibt es etwas im Pokémon Center neben dem Felstunnel etwas. Für 40 Pokémon bekommt man das Münzamulett in Prismania City. Solche Sachen wollte ich mir halt gerne in diesem LP anschauen. Die Safari-Zone wollte ich auch nochmal gerne besuchen, weil ich kann mich daran erinnern, dass wir da einmal an einem Item vorbeigeschwommen sind. Oder vorbeigesurft sind. Ja, ich habe ja erwähnt gehabt, dass ich sehr gerne die Pokémon-Spiele zu 100% durchspielen möchte. Zumindest möchte ich mir alles anschauen, was ich machen kann. Wenn es etwas gibt, was ich mir vielleicht ganz zum Schluss anschauen wollen würde, dann wäre es, mir die komplette Region nochmal anzuschauen mit dem Item-Detektor. Ich meine mit dem Detektor, um versteckte Items nochmal zu finden, was auch ziemlich interessant sein kann. Ich meine, im Pokémon-Haus auf der Zinnoberinsel habe ich original einen Mondstein gefunden. Entweder habe ich das total vergessen, dass da ein versteckter Mondstein war, oder ich habe die Erfahrung erst neulich im Blattgrün gemacht. Weil Mondsteine bekommt man nicht einfach so in der ersten Generation. Manche Mondsteine, naja, so wie ich das jetzt in Erfahrung gebracht habe, zwei Mondsteine sogar sind versteckt und ein Mondstein war einfach öffentlich zu sehen im Felstunnel. Du bist ein ganz schlimmer Finger. Ach, sag doch nicht sowas. Sag doch nicht sowas. Du brichst mir das Herz. Nein, Scherz. Gibst du mir das Pokémon, auf dem du stehst, wenn ich gewinne?
Normal, ey, als ob ich dir meinen Tortalk geben würde. Tortalk, mit Shigi hat alles angefangen. Oh ja, Katja, hör doch auf. Genau das meinte ich, Leute. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich mache anstatt ein langes Video doch lieber zwei normale Videos. Weil die Trainer hier, die sind ganz schön heftig. 5 Pokémon. Das geht so ab. Nice, sehr schön. Es geht weiter mit dem Treffen. Es geht weiter! 3-mal getroffen. Jetzt ist die Frage, wie viele Trainer wir hier noch treffen werden. Ich gehe davon aus, dass wir noch 3 bis 5 Trainer treffen könnten. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir, wenn wir hier fertig sind mit der Route 19 und uns die Durchgänge zu den Seeschauminseln angeschaut haben, ja, dass wir dann mit der Zinnoberinsel wieder anfangen, beziehungsweise die extra Nebenaufgaben zu lösen. Auf der Zinnoberinsel können wir ja noch das Labor besuchen. Dort befindet sich unser Altbernstein und ich würde schon sehr gerne Aerodactyl mitnehmen. Vorher möchte ich einmal kurz ins Pokémon Center. Ich möchte mir kurz die erste Box anschauen. Nicht, dass ich aus Versehen dem Pokémon einen Namen gebe, den ich schon benutzt habe in diesem LP. Das wäre suboptimal. Goldini wurde besiegt. Noch 2 Pokémon, das geht so ab. Eigentlich freue ich mich, dass sie so viele Pokémon hat, weil Zazenia profitiert ihr übel davon. Schaut mal. Heute muss ich nicht allzu lang trainieren. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Naja, ich werde nur Dodo und Zazenia trainieren. Vielleicht werde ich ein neues Pokémon dazu holen anstatt Relaxo. Ne? Muss ich mal gucken. Aber bis wir die Pokémon-Liga erreichen, das wird ja noch ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Lass mich mal überlegen. In diesem Part möchte ich halt die Nebenaufgaben mit den Nebenaufgaben abschließen. Im nächsten Kampf gibt es den Arena-Kampf. Dann müssen wir erstmal die Siegestraße erreichen. Und alles, was in dem Augenblick dann passieren wird. Den Rivalen finden, den Wächtern die Orden zeigen. Dann müssen wir die Siegestraße hinter uns bringen. Und dann kommt die Pokémon-Liga. Ja, lass mich mal überlegen, liebe Leute. Ein Part. Ja, ich denke 4 bis 5 Parts. Nach 4, 5 Parts sollten wir die Pokémon-Liga erreichen. Vielleicht geht das auch schneller, weil ich mir noch nicht die Inseln anschauen möchte, worüber Bill schon gesprochen hat. Und außerdem wollte ich mich mit Arctos und Zapdos und Lavados jetzt noch nicht anlegen. Oh, ich habe verloren. Diese Sachen möchte ich mir sehr gerne mit euch schön in Ruhe nach der Nuzlocke-Challenge anschauen, um das Spiel dann halbwegs zu 100% abzuschießen. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir ganz kurz ein anderes Pokémon liegen lassen, wobei... Nee, ich glaube, Topschutz-Item sollte jetzt wirken. Ich meine, das stärkste Pokémon, was wir bis jetzt gesehen haben, war auf dem 32. Level. Das war Tentacle, glaube ich. Oh, hier sind nochmal 2 Leute. Hier, die bekämpfen wir auch. Ich glaube, oder soll ich dem Tazenia einen Hypertrank geben? Das Wasser ist hier sehr flach. Okay, wir haben jetzt schon 9 Minuten erreicht. Es könnte aber sein, dass dieses Video dann etwas länger wird als das letzte Video. Aber dann habe ich halt ein gutes Gewissen und ein besseres Gewissen auch, weil ich denke, das Video hat dann dadurch mehr Wert. Weil es geht dann halt nicht darum, dass ich etwas durchwasche, sondern dass ich mir halt versuche, alles anzuschauen, was ich anschauen kann. Weil für mich persönlich wird das Spiel dadurch erst besonders. Wie oft wascht man durch und über... sieht so viele schöne Funktionen, Optionen. Ah, ich habe die Erfahrung schon einige Male gemacht. Aber Erfahrungen zu sammeln ist gut. Nicht nur für die Pokémon in der Pokémon-Welt, sondern auch für uns Menschen in der echten Welt. Die echte Welt. Ja, wir müssen hier Erfahrungen sammeln, damit wir halt zwischen falsch und richtig unterscheiden können. Damit wir für uns wissen, okay, wie kann ich beim nächsten Mal das, was ich mache, etwas besser machen? Ne? Und wenn man der Meinung ist, man hat hier und da irgendwo einen Fehler gemacht, dann kann man sich auch entschuldigen. Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist super.
Okay, ich glaube, Zazenia muss ich rausnehmen. Ich meine, das kann nicht mehr angreifen. Wobei, habe ich Ether-Items? Glaube nicht mehr, oder? Doch, Top-Ether. Ich lass mal ein bisschen Dodo kämpfen. Okay. Ich meinte ja, ich gehe davon aus, dass wir hier noch vielleicht 2 bis 5 Trainer treffen werden. Das sollte jetzt der zweite Trainer sein. Ah, okay. Warum reitest du auf dem Pokémon? Kannst du nicht schwimmen? Doch, aber ich darf das nicht in diesem Spiel. Ich muss hier auf dem Pokémon reiten. Das ist so eine Vorschrift, die ich befolgen muss in dem Pokémon-Spiel. Manuel, du hast gleich 4 Pokémon. Übertreib doch nicht. Zepa Level 28. Ja, da setze ich mal Aeroass ein. Auf einmal hat es so eine richtig krasse Eisattacke. Aquaknarre, ja, sitzt auch gut. Sitzt auch gut. Oh, ja, 19 Kraftpunkte verloren. Gut, dass das kein Volltreffer war. Gut, dass das kein Volltreffer war. Zepa wurde besiegt. Okay. 3 weitere Pokémon. Schwimmer Manuel. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Dieses Zepa ist auf dem 28. Level. Oh, Silberblick, der Verteidigungswert sinkt. Nicht so gut. Nicht so gut. Das ist in der Tat nicht gut. Ah, ich möchte so schnell wie möglich Dodri haben. Oh, da sollte ich abhauen. Ja, Zazenia wäre super. Aber geht gerade schlecht. Jetzt bin ich auf den Damage gespannt. Ja, nicht wenig. Oder doch. Nicht allzu viel, aber... Ah, ist schon okay. Levelunterschied und so. Stärke, Hyperzahn. Könnte daneben gehen. Ist so zeitaufwendig, ist so riskant. Also direkt Stärke zeigen und Stärke einsetzen. 465 Erfahrungspunkte. Oh yeah, nice. Nochmal Stärke. Ein Volltreffer. Nice, das war's mit Manuel. Ich wurde torpediert, aber ich habe das Wort nicht lesen können. Mist, ich hätte das Wort gerne gelesen. Ist auf jeden Fall ein Wort, welches ich nicht allzu oft im Alltag brauche, benutze. Irgendwas Torpedomäßiges, glaube ich. Ich darf ganz kurz radikal liegen, damit ich erstmal hier Ruhe habe. Wie viele Trainer sind denn hier noch am Start? Wie, Schutz wirkt nicht mehr. Oh nein, was soll das sein? Das ist nicht unbedingt gemein, aber auch nicht fein. Oh, da ist jemand. Ah, sie hat mich nicht entdeckt. Hallo, ich heiße Kansha. Die Seeschaumeln sind ein stiller Zufluchtsort. Ja, aber auch kalt. Dort ist es ziemlich kalt. Miriam, okay, sie hat 3 Pokémon. Seemon. Ah, ich bin gerade mit Radikal am Lieden, ne? Ja, okay, Leute, um Zeit zu sparen, ziehen wir das schnell hier durch. Stärke! Ja, vielleicht kann ja Radikal auch das 48. Level erreichen, aber ich weiß nicht, ob dieser Kampf ausreichen würde. Oder? Oh. Krass, seit 6 Minuten knurrt mein Magen die ganze Zeit. Das ist so heftig. Ich hoffe die ganze Zeit nur darauf, dass man das nicht hört, weil ich bin ja ziemlich nah am Mike. Oh nein. Oh yeah, Stärke. Ja, ich sag's euch, Leute. Sobald ich anfange aufzunehmen, oder sobald ich im Stream bin, ich werde so hungrig auf einmal. Ich verstehe das nicht. Windhose. Ja, besser als Hypnose. Auf Hypnose habe ich sowas von keinen Lust. Das war das zweite Pokémon. Oh, doch, hat ausgereicht. Sehr schön, jetzt ist Radikal auch auf dem 48. Level. Schluss damit. Womit denn? Was habe ich gemacht? Ich habe doch nur gekämpft. Unter dieser Insel befindet sich eine riesige Höhle. Ja, also Turtok ist auf dem 48. Level. Nidoqueen und Radikal. Okay, ja, von hier aus kann man einmal eine Insel erreichen. Moment mal, einen Augenblick, ich will mal etwas überprüfen. Nee, da kann man nicht einfach hinschwimmen. Aber höchstwahrscheinlich kommt man dann aus dieser Insel raus. Wobei, nee, da waren wir ja schon im letzten Part, da ist ein Mädchen. Dieses Mädchen haben wir schon herausgefordert gehabt. Okay, Kollege, willst du kämpfen oder was?
Starke Trainer und Wasser-Pokémon sind hier weit verbreitet. Man sagt, dass Misty aus der Arena von Azuria City hier häufig trainiert. Oh cool, er will nicht kämpfen. Ihr trainiert also Misty? Warum hat sie dann so schwache Pokémon? Seeschauminseln, hä? Ach, Schwachsinn. Oder sie hat jetzt erst angefangen, hier zu trainieren. Das glaube ich nicht, das kaufe ich euch nicht ab. Okay, ja, diese Inseln werden wir uns dann nach der Pokémon-Liga anschauen. Ich lasse mich gerne mit dem Fischen treiben. Es gibt insgesamt 4 Inseln. Und wir werden uns jede Insel anschauen. Jeden Ausgang und auch den Inhalt der Insel. Gold King auf Level 35. Der Hyperzahn wäre besser. Und wir treffen auch. Besser ist es. Und das reicht nicht aus. Das ist doch heftig. Roxokib. Das sollte das einzige Pokémon gewesen sein. Hoffe ich doch. Hallo? Ja, okay, sie hat nur ein Pokémon. Die Daniela. Autsch, was machst du hier allein, Daniela? Was machst du hier? Möchtest du mir Gesellschaft leisten? Oh, ich habe, ich werde rot im Gesicht. Ich kann das nicht. Ich bin zu schüchtern. Seeschauminsel. Okay, gut. Ja, gut. Ja, gut, ne? Gut, gut. Ja, richtig gut. So richtig gut, 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 gut. Ja, gut, Leute. Das war's dann. Mehr können wir nicht mehr machen. Mehr können wir tatsächlich nicht machen. Auf der anderen Seite waren wir ja schon. Da ist die Route 20. Hier ist ja eine Pfadfinderin. Mist, ich wollte sie euch zeigen. Oder man hat sie ja, glaube ich, gesehen gehabt. Hier. Komm schon. Da ist sie. Okay, Leute. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt einmal kurz die Zinnoberinsel besuchen. Und wir holen uns Aerodactyl ab. Nice, Leute. Ach ja, endlich haben wir uns diese Routen angeschaut. Hä? Habt ihr das gesehen? Voll die dreiste Aktion. Ich schwimme auf Turtok. Dodo kommt. Dodo nimmt mich mit, bringt mich auf die Zinnoberinsel. Und Turtok ist da jetzt im Wasser allein. Oh, ich dachte schon, es ist noch ein Team. Ja, aber ohne Witz, was soll das? Das verdreist, ey. Yo, Bill, ich muss noch einige Sachen machen. Wenn ich fertig bin, dann komme ich ja, dann zeigst du mir die Inseln. Ja, der Bill ist voll cool. So, Leute, let's go. Aerodactyl. Mist, ich kann mich gar nicht konzentrieren die ganze Zeit. Das ist doch nicht normal. Mein Magen knurrt gerade die ganze Zeit. Oh, ich kann mich daran erinnern, in den ersten beiden Stunden im Unterricht. Oh, dieser Kampf vom Viertel von 9 bis 10. Mein Magen knurrt, mein Magen knurrt. Ich nehme noch einen Schluck Wasser, ich nehme noch einen Schluck Wasser. Oh, kennt ihr diese Filme? Ein Aerodactyl, ganz wie ich es vermutet habe. Ach Mist, ich wollte ja abchecken, ob ich neulich den Namen, den ich diesem Pokémon jetzt eigentlich geben wollte, schon verwendet hatte. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, der letzte Name war Luigi SGX2. Irgendwie so. Ich kenne den Abonnenten auf jeden Fall. Wir schreiben hin und wieder mal auf Twitch. Und hin und wieder lässt er sich auch auf in den Streams blicken. Alles cool. Pokémon, und bei ihm steht schon, seitdem ich ihn kenne, immer dieselbe Zahl. Und zwar 20. Ein of Ash, aber nur mit 20. Nee, das bedeutet nicht, dass er 20 ist. Weiß ich nicht, auch wenn ich es wissen will, würde ich das nicht sagen. Das sind private Daten über Personen, die wiederum nicht meine Daten sind. Also beschütze ich diese Daten, ganz klar. Okay, darum hätten wir uns gekümmert. Kraftwerk steht bei mir auf der Liste. Ja, darum kümmern wir uns. Darum kümmern wir uns nach der Pokémon-Liga. Dann steht bei mir noch Route 12. Route 12 war doch dort, wo wir Relaxo gefangen hatten. Ich glaube, da lag ein Item rum. Hey, wir wollen uns doch nicht Dodos Bericht anschauen. Da lag irgendwo auf einer schmalen Brücke oder auf einer alleingelassenen Brücke ein Item. Und dieses Item holen wir uns auch auf die schnelle Welle. Ja, die Route 19 haben wir uns gerade angeschaut. Goodie. Gut, ich kann mich sogar an das Item erinnern. Das war irgendwo hier. Genau, da ist es. Ja, das Item holen wir uns kurz ab. Um die Trainer hier haben wir uns schon gekümmert gehabt. Mit den Pokémon, die wir jetzt haben, zu kämpfen ist auch heftig. Wertewechsel. Das schauen wir uns mal direkt an. Wertewechsel.
Lalalala. Ich krieg die Krise. Mein Magen knurrt, knurrt, knurrt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wertewechsel. Anwender tauscht Spezialfähigkeit mit gegnerischem Pokémon in seine Psycho-Attacke. Uiuiui. Das ist ziemlich ja, heftig. Genau. Item. Radar. Nein. Macht nichts. Okay, ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Aber gut, der Knopf reagiert nicht. So, dann können wir direkt weitermachen. Ich würde mir gerne kurz das Durchgangshaus anschauen. War hier auch ein Gehilfe vom Professor Eich? Ah, eigentlich habe ich das ja hier auf der Liste stehen. Du wolltest doch ein Pokémon, oder? Ah ne, du hast uns Rückkehr gegeben gehabt. Voll lieb, ey. Übel cool. Very, very good. Okay, gut. Ja, was machen wir jetzt? Ich guck mal kurz auf die Liste, Leute. Safari-Zone. Professor Eis Gehilfe. Ja, okay, dann können wir erstmal damit anfangen. Wie viele Pokémon haben wir denn bis jetzt gefangen? Wir haben über 40 Pokémon. Das bedeutet, wir können uns jetzt 2 Items erstmal abholen. Sobald wir 50 Pokémon haben, bekommen wir dann in Fuchsania City den EP-Teiler. Das war hier, genau. Genau, da muss ich hin. Ich meine, der Felstunnel ist ja dort. Oder? Wartet mal. Das glaube ich gerade nicht auf dem Schirm. Das gerade nicht auf dem Schirm. Der Umtausch ist ausgeschlossen. Warte mal, wo war nochmal der Felstunnel? Ich habe das doch im Schirm. Felstunnel, Felstunnel. Boah, denk nach. Oh, Hunger, denk nach. Hunger, denk nach. Ich glaube, ich gehe kurz was essen, Leute. Bis gleich. Okay, mir geht es ein wenig besser. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich den Mondberg mit dem Felstunnel verwechselt habe. Ah ja, passiert. Wir müssen nach Azuria City, Leute. Und wir benötigen die Zerschneider-Attacke. Ich bin gerade am überlegen, ob ich einfach das Fahrrad benutzen sollte. Warum nicht? Dann sind wir etwas schneller unterwegs. Schadet ja nicht. Okay, gut. Nice. Und hier können wir einmal Zerschneider einsetzen. Dann müssen wir nicht durch das eine Haus einmal durch und dann wieder raus und dann nochmal das Fahrrad benutzen. Etc, etc, etc. La 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 la. La la. Die. Aber die Melodie ist wieder weg. Die Melodie ist wieder weg. Deine Knie haben ganz schön geschlackert, oder? Ich dachte schon. Ich dachte für einen kurzen Augenblick, dass es eine neue Person ist. Aber ich habe mich geirrt. Ja, ich habe mich geirrt. Genau, von hier aus erreichen wir dann das Kraftwerk später. Aber noch nicht, noch nicht. Genau, und hier sollte ein Assistent von Professor Eis sein. Da ist er, haben wir schon mal mit ihm gesprochen. Durch die Entwicklung der Pokémon wird der Pokédex erweitert. Aber manchmal soll sich ein Pokémon nicht entwickeln. In diesem Fall kannst du ihm den Ewigstein geben. Der Professor hat gesagt, dass er die Entwicklung aufhält. Ach ja, stimmt, von ihm hatten wir den Ewigstein bekommen. Ich habe das vergessen. Also für 10 Pokémon hatten wir ja die VM-Attacke Blitz bekommen. Für 20 Pokémon bekommt man dann den Ewigstein. Ja, für 30 Pokémon haben wir dann den Detektor bekommen. Da wir jetzt schon insgesamt 40 Pokémon am Start haben, können wir uns das Münzamulett abholen, welches dann in Prismania City sein sollte. Ja, am besten schauen wir uns ebenfalls das Durchgangshaus an. Auf dem Radweg waren wir auch schon. Ich glaube, dort können wir noch ein Pokémon fangen. Bin mir gerade nicht mehr so sicher, ansonsten kann ich mir den Part nochmal anschauen, indem wir auf dem Radweg waren. Dann kann ich das alles nochmal kurz analysieren. Ja, 40 Pokémon haben wir und irgendwann werden wir noch einmal einen Assistenten von Professor Eis suchen. Weil für 50 Pokémon gibt es ja, wie bereits erwähnt, den EP-Teiler. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eis, Assistent. Wenn du mindestens 40 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Münzamulett, also Kanja, hast du 40 unterschiedliche Pokémon gefangen? Super, du hast 43 verschiedene Pokémon gefangen. Klasse, hier, das hast du verdient. Nice, oder? Ein Münzamulett kann von einem Pokémon getragen werden. Nimmt das Pokémon an einem siegreichen Kampf teil, verdoppelt sich das Preisgeld. Ja, nice, oder? Das finde ich auf jeden Fall gut. Das finde ich in der Tat gut. Ja, Leute, das hätten wir auch gemacht. Dann fliegen wir jetzt auf die schnelle Welle wieder zurück nach Fuchsania City und besuchen die Safari-Zone. Es könnte sein, dass ich gleich einige Male vielleicht cutten werde, wenn ich der Meinung bin, okay, hier wäre es gar nicht mal so verkehrt, einmal zu cutten. Popshots-Items haben wir am Start. Wir müssen jetzt nicht unbedingt einkaufen gehen. Können wir nach dem Part machen.
Ah, ich freue mich schon auf den nächsten Part, Leute. Ich freue mich schon mega auf den nächsten Part. Was meint ihr, wie euphorisch ich im letzten Part und wie euphorisch ich gerade während dieser Aufnahmen bin? Das ist voll cool. Wir haben mit Shigi angefangen. Und mittlerweile können wir den 8. Arena-Kampf einfach mal wahrnehmen. Geil. Ich glaube, ich bin schon darauf eingegangen, oder? Dass man im Blattgrün und Feuerrot anstatt 500 Schritte 600 Schritte hat. In der ersten Generation war das ja so, dass man nur 500 Schritte tätigen konnte. Ich glaube, ich habe das gesagt. Ich habe das schon mal gesagt. Wenn nicht, dann habe ich das jetzt gesagt. Beutel. Beutel. Beutel, Beutel, Beutel. Wir haben einen Meisterball. Na, wofür werden wir wohl diesen Ball benutzen? Vielleicht gar nicht? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder nein? Oder doch? Oder wie? Oder was? Oder wann? Hauptschuss-Item. So, jetzt haben wir unsere Ruhe. Fahrrad brauchen wir jetzt nicht. Ja genau, ich möchte einfach nur surfen. Dort, wo ich surfen kann, will ich auch surfen. Weil ich kann mich daran erinnern, dass ich an solchen Orten... Ja genau, Items gesehen hatte. Ja, Nugget, okay. Gibt es hier was Verstecktes? Ach was, tatsächlich. Hier ist was Verstecktes, Leute. Blattstein. Ich glaube, ich spinne. Aber ich glaube, ich sollte nicht allzu doll auf die Knöpfe drücken. Ich habe das Gefühl, dass man das eventuell hören könnte. Drückt die ganze Zeit wie so ein Verrückter. Aber ich würde mich gar nicht wundern, wenn man hier in der Safari-Zone voll viele versteckte Sachen finden kann. Unter uns. Kann man das surfen? Hallo, hallo. Ich würde vorschlagen, dass wir die Safari-Zone einige Male betreten werden. Ich glaube, hier in diesem Bereich waren wir schon. Oh, ich gucke mal nochmal. Ja, 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 ja. Hier waren wir schon. Ja, ja. Hier waren wir schon. Ja, wenn wir schon hier waren, warum gehst du nochmal hier zurück? Ich weiß nicht, ob ich damals den Detektor benutzt hatte. Ah, okay. Ja, hier haben wir die VM-Attacke bekommen. Surfer. Okay, hier ist was Verstecktes. Hier vielleicht im Gebüsch. Hallo? 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 Ja, nach links, okay. Weiter nach links. Sieht so aus, als ob ich hier so einen Kassettenrekorder benutzen würde. Hier oder was? Da? Hier? Hier? Da? Nein, ich weiß, dass das Wasser tiefblau ist. Hallo. Aber ich mag solche Spiele nicht. Ich mag sowas nicht. Ja, toll, Schutzwerk nicht mehr. Was soll denn das? Was will mein Detektor von mir? Nochmal. Ich soll jetzt nach unten gehen. Ist hier was? Hier. Hier. Da. Da. Hier. Da. Dort. Hier. Ey, willst du mich reinlegen? Ey, ich. Wartet mal, Leute, das wird ein bisschen zu viel hier gerade. Und jetzt soll ich nach rechts. Deswegen? Wegen dem Belebe-Item? Wegen dem Belebe-Item? Gab es vielleicht noch ein Item, was ich gesehen hatte, aber was ich noch nicht kriegen konnte, weil ich keinen Surfer hatte und so und so? Hallo, hallo Pokémon. Ne, ich glaube, das war's. Ups. Oh, kein Shiny. Oh ja, ich bin entkommen. Ich bin auch auf dem 30. Level. Yeah. Oh, ich glaube, hier waren wir auch schon ganz kurz. Ja, hier waren wir auch schon. Ne, ich glaube, wenn wir hier noch irgendwelche Items übersehen haben, Leute, dann sind das eventuell versteckte Items, aber ansonsten sollten wir uns tatsächlich alles angeschaut haben. Ja. Warte mal, Topschutz-Item. Ja, genau, das wird noch. Hier war irgendwas Wässriges? Nee, okay. Ja, vielleicht werden wir hier nochmal reinschauen. Ich habe nicht mehr so viele Schritte am Start. 91. Oder ich glaube. Weiß nicht, müssen wir uns nochmal die Safari-Zone antun? Falls ich jetzt noch irgendetwas Interessantes entdecken sollte, dann vielleicht. Schon wieder Nidorina. Schon wieder Nidorina.
Okay, hier kann man surfen. Vielleicht könnte hier was Verstecktes sein, dann hat sich das wenigstens irgendwie gelohnt, dass wir hier vorbeigeschaut haben. Aber gut, wir haben ein Nugget gefunden. Das war es mir wert. Ja, ich konnte mich noch an dieses Item erinnern, wisst ihr, Leute? Deswegen habe ich mir gedacht, das schauen wir uns nochmal an. Weil ich, für mich fühlt sich das dann so an, als ob ich irgendetwas offen gelassen habe. Das ist genauso wie wenn ich eine Klausur schreibe oder eine Klausur geschrieben habe. Wenn ich der Meinung bin, ey, in dieser Frage ist eine weitere Aufgabe, also Aufgabe B, und um diese habe ich mich noch nicht gekümmert. Wenn ich mich nicht um diese Aufgabe kümmere, dann bin ich richtig genervt innerlich. Ohne Witz. Und wenn ich der Meinung bin, ich habe nicht die hundertprozentige Antwort darauf, aber ich habe eine Antwort, die ansatzweise ja, korrekt ist, dann schreibe ich das hin. Ist so. Weil damit kann man auch was anfangen. Solange das richtig und sinnvoll ist, was du da reinschreibst, kannst du auch dafür Punkte kriegen. Vielleicht nicht die volle Punktzahl, aber du kriegst Punkte. Hast du keine Lust mehr? Ja. Gib bitte die restlichen Safari-Bälle zurück. Ich glaube, das war's, Leute. Falls ich doch irgendwo etwas vergessen haben sollte, gebt mir gerne Bescheid. Gebt mir gerne Bescheid. Ich kann ja nochmal selbst im Privaten einmal schauen heute Abend, wenn ich die Pokémon trainiere. Nur zur Sicherheit, wenn ich etwas finde, werde ich das einmal kurz ja, in den Anfang des nächsten Parts reinschreiben. Ansonsten war es das mit der Safari-Zone. Wo wir schon mal hier sind, können wir auch kurz einkaufen gehen. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, hier gibt es keinen Supermarkt. Da habe ich mich wohl getäuscht. Hyperbälle brauchen wir nicht. Topschutz-Items brauchen wir welche. Ja, für die Siegestraße. Ah, 14 Stück reichen. Ja, Belebe-Items brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht. Hyperheiler. Davon nehme ich nochmal 5 Stück. Fürs Erste. Vielleicht kaufe ich da nochmal welche. Supertränke. Ne, ich brauche keine Supertränke. Wenn, dann Hypertränke. Wobei, ich hole mir erstmal Supertränke. 5 Stück, das reicht. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt Tränke benötigen werde in der 8. Arena. Ja, einkaufen muss ich auch noch. Hast du schon das Safari-Spiel gespielt? Manche Pokémon kann man nur dabei fangen. Ich weiß Bescheid, ich weiß Bescheid. Okay, Leute. Nice. Ansonsten haben wir uns tatsächlich fast alles oder erstmal alles angeschaut, was wir ja, uns bis jetzt anschauen können, konnten und Sachen, die wir uns schon angeschaut hatten, aber diese Option noch nicht wahrgenommen hatten. Das haben wir jetzt alles erledigt. Bin sehr glücklich darüber. Ja, jetzt kann ich mich an das Schneiden ranmachen, wa? Ach ja, genau. Wie mache ich das jetzt? Ja, gut. Falls ich doch ein Pokémon mitnehmen möchte, dann mache ich das im Privaten und gebe euch entweder in den Comics Bescheid oder allerspätestens am Anfang des nächsten Parts. Weil wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, dann wird das Video unnötig in die Länge gezogen. Und es wäre besser, wenn ich euch Resultate zeige, ne? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Tipps oder Ratschläge habt, gebt mir sehr gerne in den Kommentaren Bescheid. Ich bedanke mich für den Support, den ich von euch kriege. Und ich hoffe, dass wir uns hoffentlich im nächsten Part wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute!